Das ist Tom. Tom fragt sich, wie kann man Strom erzeugen? Der Begriff Strom ist nichts anderes als Energie, die durch Bewegung von elektrischen Ladungsträgern entsteht. Das kennt ihr ja bereits durch die Ionen in Batterien. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, Strom zu erzeugen. Zum einen können wir fossile Energieträger verbrennen, wie Öl, Braun- und Steinkohle, oder wir nutzen Kernbrennstoffe wie Uran in Atomkraftwerken. Diese nennt man konventionelle Energiequellen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Windkraftanlagen, Solar- und Brennstoffzellen oder Gezeitenkraftwerke in den Meeren zur Energieerzeugung zu nutzen. Diese nennt man erneuerbare Energiequellen. Ihr werdet euch heute mit der erneuerbaren Energiequelle der Solarzelle beschäftigen. Am Ende des Tages werdet ihr die Theorie dahinter verstehen und folgende Fragen beantworten können. Welche Arten von Solarzellen gibt es? Was haben überhaupt Kristalle mit Energieumwandlung zu tun? Und wie wird Licht in elektrische Energie umgewandelt? Neben der Theorie werdet ihr aber auch eure eigene Solarzelle herstellen. Also, auf zu eurem Arbeitsplatz, bearbeitet die Aufgaben und lest aufmerksam die Versuchsanleitung und habt Spaß beim Bau eurer eigenen Solarzelle.